Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Jo, beim letzten Mal haben wir endlich das Fliegen gelernt. Wir haben Enna und Rafa gerettet. Ich bin ultra glücklich. Und ich würde sagen, wir fliegen direkt los. Mit B fliege ich, ne? Ja, mit B hebe ich ab. Hui! Ich bin doch so geflasht davon, dass ich jetzt endlich fliegen kann. Es gibt ein paar Orte, die ich besuchen will. Darunter ist zum einen dieser rote Punkt auf der Karte. Mir wurde übrigens von meinen Kollegen schon gesagt, dass wir den Gravius nochmal storybasiert treffen. Also brauche ich mich nicht so sehr auf den fokussieren. Ich will jetzt erstmal wissen, was ist dieses rote Etwas auf meiner Karte? Ist das irgendwas, das ganz weit oben ist, oder ist das einfach nur dazu da, mich zu irritieren? Ich bin jetzt jedenfalls da drüber. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das war kein Zitat von irgendeinem anderen Video. Ich finde es übrigens schön, dass ich auch so out of map fliegen kann. Ja, dann gibt es hier nichts weiter zu sehen. Zwei Sachen, die wir auf jeden Fall mal abgrasen müssen. Zum einen hier in der Sardona-Einöde. Da gibt es etwas, das wir holen müssen. So, ich habe mich mal ein bisschen besser gestellt. Im Übrigen an alle, die meine Geschichte auf Animex lesen. Ich will mich mal kurz entschuldigen, dass da so lange jetzt nichts dazu kam. Ich hatte einfach keine Zeit, mal weiterzuschreiben. Tut mir furchtbar leid. Ich gucke, dass ich jetzt mal so langsam, aber sicher die Zeit mal wieder finde. So, hier, das kann ich einsammeln und den Einsbau da hinten könnte ich einsammeln. Mache ich aber wann anders. Zu dem Leuchtturm würde ich auch gerne einmal tatsächlich. Weil jetzt kann ich da ja hin. Ich würde gerne wissen, ob der irgendwas bedeutet. Oder ob der Deko ist. Auf jeden Fall, das einsam. Ach nee, konnte ich ja sogar, weil man da sich hochgraben konnte. Okay, man kann nicht komplett out of map. Okay. Veslamure soll ich. Ja, das lässt sich doch einrichten. Es gibt auch noch was in dem ersten Gebiet, wo ich was einsammeln kann. Reverto haben wir jetzt übrigens nicht mehr dabei. Seit dem letzten Part. Also, mein Kollege hat mich nicht angelogen. Der Lulucion-Teil, der ist wirklich kurz. Im Vergleich zu allen anderen. Im Vergleich zum Beispiel mal mit dem Eisgebiet. Wie lange wir da gesessen haben. Ach ja, ich soll euch übrigens von meinen Kollegen auch ausrichten. Er findet es toll, dass ihr ihn für einen Kompetenten haltet. Also für eine richtig kompetente Person. Und ich dagegen komplett am Laufen bin. Der hat sich über das Kommentar, du hast jetzt endlich jemanden Kompetenten bei dir. Das hat ihn mega gefreut. Ich soll euch das ausrichten. Ich bin natürlich null kompetent. Oh, Filmsequenz. Ist das schön, wenn man fliegen kann. Red never stopped searching for answers about the pits. And then he came to Ruto to tell us of the coming danger. Hello, Red. Hey, it's good to see you. Look at you all. You haven't changed a bit. I'm really starting to feel the years. Is all this true? They're not just regular fissures in the ground. These pits, they're everywhere too. I have to find the truth behind what's causing them. The truth? Have you seen something in the pits? No, I haven't seen a thing. But I heard something. It was a monster's voice, echoing from the depths. A monster's voice? Yes. Just hearing it, I knew. Ruin is coming to our world.
As unbelievable as that sounds, it behooves us to investigate. So, we made our way here. So you think the truth to the pits is this noise? Yes. It is a voice. It certainly is. Did it say the beginning? It's the cry of new life. Gigante, wenn ich mich nicht irre. Ich bin gut. Der war nämlich ein Albtraum, der Dude. This was his fate. Life is so fleeting, so fragile and precarious. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolu Island. I went there to see Red's old monster again. Then, of course, that's when I met you. Red never managed to find the truth of the pits. It's my purpose to finish what he started. But I can't do it alone. I'm going to need your help, and Ratha's too. Thank you. Come on, we're buddies, right? Buddies help each other out. You don't need to worry. Buddies.
You're right. Of course we're friends. Look. We'll find the truth together. Let's go. Okay. Red hat einen interessanten Abgang. Ich habe mich extra gemutet, damit ihr das ganz hören könnt, beziehungsweise ganz sehen könnt. Man muss einfach sagen. Red war ein Teufelskerl. Okay, ich kann hier nicht fliegen. Warum auch immer. Also bringt mir nichts mit Rafa ums Rennen. Nebenbei, Rafa muss noch hinterher leveln, ne? Er hat ja die ganzen Level-Ups jetzt von Lucion nicht mitbekommen. Und ich sehe jetzt schon, höchstwahrscheinlich kämpfen wir mit dem Negigante. Ist meine Vermutung. Nur eine Vermutung. Muss nicht stimmen. Mein Kollege versucht mir schon so wenig wie möglich zu spoilern. Ach ja, mein Kollege hat mich übrigens auch aufgeklärt, dass Navirus Verwandlung offenbar schon im ersten Teil irgendwie erklärt wurde von Monster Hunter Stories, aber den habe ich halt nie gespielt. So, ich darf mich wieder wegmachen. Kaputt. Ohne Ende. Wow, looks like a maniac monster was here and didn't hold back, huh? Ja, das sehen wir gleich. Yes. And the light's grown in intensity. Alter, ist der Krater riesig. It's a pit of preposterous proportions. Yes. It swallowed the entire village. Ein roter Koropeko nur? Lay off, will ya? You trying to make a meal out of me? Hold on. You think I'm a conchu for you to chew on? Isn't that? Must have got me confused with a regular feline. I know that voice. Positively. Claudacious! Der Koropeko sagt nein. Mit denen der Gigante lag ich übrigens am falsch. Ich hätte niemals mit einem Koropeko hier gerechnet. Okay, ich tippe mal auf Techniker. Weil sein alter Ego war ja auch ein Techniker. Ich lass dich mal drin. Wir sehen ihn erstmal an. Dann mach ich so lange ein Ladungstackling. Aua. Ich weiß schon, warum ich Koropekos in alten Monster Hunter immer gehasst habe. Wirklich, ich hatte ein Hassfeeling gegenüber diesen Viechern. Entweder weil sie mir den Dämonio direkt darauf beschworen haben. Oder weil die alle Viecher im Raum so geboostet haben, dass die einen zerlegt haben. Also das sind die ultimativen Unterstützer der Monster. Ja, ist ein Techniker. Ja, das, genau das meinte ich. Ja, und wie halte ich ihn von der Stimmenimitation ab? Entschuldigung, Karmesin Koropeko war's.
Ja, ist mir egal. Ich ziehe einfach durch. Aua. Ich hasse die Koropekos. Warum ist der jetzt Geschwindigkeit? Wann hat er gewechselt? Ich habe keinen Techniker, aber ich habe einen Geschwindigkeitsdude. Mach dir aber erstmal deine Hochspannung am besten. Währenddessen mache ich den Gletscherfall. Ach kacke, ich habe mich null hier drauf vorbereitet. Aber ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, was für ein Vieh jetzt auf mich wartet. Mal einfach den Parabellschuss. Kann ich nicht mit falsch liegen. Zur Not, Leute, ich habe Herzschuss. Ich kann meine Herzen wieder herstellen. Ich habe nichts, um dich anzugreifen, deswegen mache ich das so. Ich liebe übrigens die Kampfmusik von diesem Spiel, ne? Weil RPGs haben manchmal das Problem, dass sie einfach keine spannende Kampfmusik haben, aber hier, die ist echt in Ordnung. So, ich kann auf Hammer gehen. Der scheint eh gegen alle anderen Waffen gut zu sein. Dass mir meine Waffe gar nichts bringt. Ich gehe übrigens jetzt deswegen nicht auf den Pflaumen Daimyo Himmel Tower, weil ich die Vermutung habe, wenn ich den platt mache, dann holt er einfach einen weiteren. Deswegen bringt es mir wahrscheinlich nichts, auf den Hermit Tower zu gehen. Ich hole mir übrigens mal kurz einen Angriffsbooster. Nur um das nochmal zu zeigen. Ach nee, die Schurus, die kann ich nur außerhalb des Kantes Infos nehmen, ne? Nach dem Glück habe ich mir auch ein paar Vitali-Essenzen gemacht. Die kann ich mir mittlerweile auch herstellen. Aua. Du willst Streit? Ich breche dir mal zumindest die Klauen. Ich habe vergessen, du bist Geschwindigkeit. Es ist wütend. Diesmal habe ich es wenigstens mitbekommen. Boah, der brüllt schon wieder rum. Eigentlich müsste ich ihm den Kopf brechen, dann sollte er eigentlich auch keinen mehr rufen können. Aber erstmal will ich die Liste voll haben. Oh, nice. Ich kann sogar komplett die Liste jetzt voll holen. Und beide sogar verprügeln. Doppelschwung. Einmal durchziehen. Ja, block du ruhig. Der Gegenangriff von dem ist so nutzlos. Weil der haut keinen Schaden mir gegenüber raus. Weiß nicht, was das Vieh sich davon erhofft. So, Technik auf dich, weil der andere macht gerade sowieso nichts. Ja, hat nichts gemacht. Nach wie vor Technik auf dich. Ach, der ist jetzt wieder normal. Oh! Ich hatte den Kamezin Koropeko gerade besiegt. Wir haben auch schon andere Monster nicht gesehen, die so extrem aggressiv waren. Ja, das stimmt, ne? Zum Glück hat sich das nicht ausgebreitet. Stellt euch mal vor, jedes Vieh, was der gerufen hätte, wäre auch noch vor uns verstreut gewesen. Leute, ich hätte so hier Aggressionen bekommen. Miau, miau. Color me impressed. Waltzing around with monsters? Positively claudacious stuff. Sarge? Sarge! Meowdy-doo, partner. Good you! Positively claudacious! I must be dreaming! Took the words right out of my mouth. With your antics, I'm surprised you're still alive. Yeah. How do you know Naviru? Der bist drauf, nehme ich an.
four go? The two of us go way back. He's my brother from another mother. What'd she call you? You're going by Naviru now? Navigating Naviru. Pretty cool, right? Sure is. Positively Claudacious! And what? It's nothing. I mean, it's positively claudacious. You bet it is. You bet it is. I owe you one. Why don't you drop by my place? Huh, so you live around here now? Yeah, lots changed. I haven't seen you in forever. There's so much I want to tell you. Do you mind if we swing by Sarge's house? It's fine. Okay, war ein interessantes Erlebnis. Ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like belassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.